Ja, ich glaube, wir sind relativ schwer ins Spiel gekommen, haben das am Anfang nicht gut gemacht. Und der Gegentreffer war dann wieder so ein Dosenöffner, sag ich mal. Dann haben wir das Spiel viel, viel besser angenommen, haben dann uns noch mehr Chancen erarbeitet, dann auch, denke ich, verdient Ausgleich gemacht. Dann vor der Halbzeit war wieder sehr, sehr wichtig. Dann rechts Willi durchgebrochen, Mechi gut mitgelaufen, fair gespielt, Tor gemacht. Ich glaube, das war gut. Und dann zweite Halbzeit haben wir es dann sehr, sehr gut gemacht, hätten vielleicht früher einfach einen Deckel drauf machen können, war dann noch zwei, dreimal hinten trotzdem bremsig im eigenen Strafraum. Aber ich denke, letztendlich verdient weitergekommen und dann nach dem 1-0 auch eine sehr, sehr couragierte Leistung der Mannschaft. Also es war auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Viktoria hat uns viel abverlangt. Wir mussten erstmal ins Spiel kommen. Ist klar, wir gehen als Favorit ins Spiel. Die anderen haben keinen Druck in dem Sinne. Deswegen war es schwierig für uns. Aber ich fand, nach dem Gegentor waren wir dann richtig da. Haben dann zum Glück vor der Pause das 1-1 noch gemacht. Und so sind wir gut ins Spiel gekommen und haben dann auch verdient gewonnen. Ja, genau. Also ich glaube, wir haben teilweise gute Stafetten oder gute Abläufe gehabt, wo wir dann immer wieder in Räume gekommen sind. Hätte man dann teilweise öfters ausspielen können, beziehungsweise dann die Torchance noch besser nutzen können. Aber in den zwei Aktionen war es sehr, sehr gut und ja, haben wir sehr, sehr ordentlich rausgespielt und freut mich natürlich auch für die Mannschaft, dass das, was wir im Training machen, dann auch letztendlich im Spiel Früchte trägt. Also es war brutal wichtig, weil ich glaube, das gibt dann noch mal mehr Schwung dann in der zweiten Halbzeit, wenn du mit einer Führung im Rücken in die zweite Halbzeit gehst. Von daher war das brutal wichtig. Und dann natürlich das dritte nachgelegt und dann war ein bisschen der Druck von unseren Schultern und dann haben wir es souverän runtergespielt. Gegner für die nächste Runde wäre zu Hause gegen Wolfsburg. Schwierig. Muss mal gucken, wer alles weitergekommen ist, aber letztendlich freuen wir uns einfach, dass wir im Viertelfinale sind, dass wir wahrscheinlich auch zu Hause im Viertelfinale spielen können. Und da ist uns der Gegner letztendlich egal. Von daher bin ich da, habe ich keinen Wunschgegner, nein. Sehr gut.